Und wenn es mal regnet, dann lass das verdammt nochmal regnen. Aber gib nicht auf. Was geht, Leute? Mein Name ist Errol Fox und heute spielen wir mal wieder etwas Kreatives. Spielen ist, glaube ich, das falsche Wort. Wir erkunden Waka Marina Valley in New Zealand. Ich habe selber noch nicht reingeschaut, ich lasse mich einfach jetzt mal fallen. Aber ich habe gelesen, dass es sehr fotorealistisch ist und ich glaube, ich werde die Zeit nutzen, um ein bisschen aus meiner Seele zu sprechen. Ich hoffe, es wird trotzdem relativ lustig, wird es wahrscheinlich nicht, aber tiefgründig. Wir werden sehen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Los geht's. So. Schaut euch das an. Mitten im Wald. In New Zealand. Waka Marina Valley. Die Vögel zwitschern. Ich habe den Ventilator an. Ich spüre also den Wind, um die Immersivität zu erhöhen. Ich glaube, so habe ich es mir genau vorgestellt. Keine Missionen, keine Action. Einfach nur im Wald. Die Musik lasse ich für euch an, aber eigentlich finde ich auch die Geräusche des Waldes, den Wind, schon beruhigend genug. Kurz zu den Eckdaten. Für mich ist alles schön scharf. Dank der 3090 ist das alles möglich. Ich habe die Super Sampling auf 180%. Den Einstellungen hoch. Anti-Aliasing aus. Das Spiel hat die Möglichkeit, DLSS zu aktivieren. Das macht aber das Bild ein bisschen unscharf. Deswegen habe ich es weggelassen. Ja. Dann würde ich sagen, erkunden wir die Welt und gucken, was diese tolle Erfahrung uns zu bieten hat. Wie gesagt, habe ich ein bisschen Redebedarf. Wir bewegen uns mit Teleportation. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Man muss nicht immer laufen. Wir können ja mal gucken, ob die Möglichkeit zu laufen auch vorhanden ist. Gucke ich das Menü. Im Controller ist natürlich nicht Touch. Headset ist auch nicht Oculus. Aber ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Ich mag die Musik. Beruhigt mich irgendwie. Was soll ich sagen, Leute? Das Leben ist wie eine Achterbahn. Manchmal ist man ganz oben. Man fragt sich, wie lange. Man möchte es genießen, so weit oben zu sein. Irgendwann geht's auch wieder runter. Und dann, was macht man da unten? Was macht man da unten? Mit jeder Fahrt nach oben ich weiß nicht, frage ich mich, was stelle ich dann an, wenn ich unten bin? Am Anfang denkt man sich, dort oben ist es ganz schön. Dort oben fühlt man sich frei. Dort oben fühlt man sich verstanden. Und im gleichen Moment, wenn man wieder unten ist, dann ist alles so nichtssagend. Man könnte sagen, unten. Wenn man unten ist, da fängt das Leben an. Unten muss man wissen, wie man handelt, wie man denkt. Nur eine Kamera. Man könnte versuchen, oder ich versuche zumindest das Ganze ein bisschen metaphorisch zu sehen. Hm.
toggle between shotting mods. Okay, showing frame indicator, both hand. Aha. Und dann right triggern. Mach ich doch. Okay. Das Fotografieren ist, glaube ich, nebensächlich. Ist, glaube ich, wirklich nebensächlich. Wir sind hier, um diese Umgebung uns anzuschauen. Um ein bisschen uns zu vertiefen in diese Environment. Wie gesagt, die Situation ein bisschen dutzen und ein bisschen zu reden einfach. Ich glaube, in Tagen wie diesen, pandemiebedingt, ist es auch mal schön rauszukommen. Klar, man könnte jetzt sagen, Alex, geh doch wirklich vor die Tür. Geh durch den Wald. Lass ein bisschen Luft in deinen Kopf rein, in diesem zugemüllten Kopf. Ein Kopf, in dem so viel Chaos herrscht. Ich weiß nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Alles hat mich durcheinander gebracht. Eine ganze Achterbahnfahrt. Aber manchmal ist mir auch gar nicht danach, rauszugehen. Ich glaube, deswegen mag ich VR. Ich kann von der Realität ein bisschen abschweifen. Quasi meine Augen in der echten Welt abschalten. Mich einfach hier fühlen, als wäre ich nicht da. Ich muss nicht daran denken, wie das wirklich ist. Welche Dinge ich noch zu erledigen habe. Welche Dinge ich abhaken muss. Ich war früher viel zu selten draußen. Und viel zu wenig Dinge gemacht. Dinge, die ich nachholen wollte. Ja, und dann fährt man halt wieder runter mit der Achterbahn. Man geht durch eine Höhle und findet nichts. Man findet nur leuchtende Erinnerungen. Was mal war, was jetzt nicht mehr ist. Man erinnert sich daran, wie man sich gefühlt hat, als das schon mal war. Einfach wäre es, umzudrehen und zurückzugehen. Weg von diesen Erinnerungen. Im Spiel ist es einfach im wahren Leben, ist das leider nicht so. Man ist wieder im Wald, voller Chaos. Und versucht zurechtzukommen. Und versucht jeden Weg zu finden. Jeden Weg auszuprobieren. Dieses Spiel lässt so viel Freiraum für metaphorisch Gedanken. Die Lichtstrahlen würden jetzt für mich jetzt die Hoffnung, dass alles wieder gut ist, symbolisieren. Aber irgendwie fühlt man sich auch wohl in diesem Wirrwarr. Ich meine, das ist das Leben. Nicht das einfach. Wäre es einfach, wäre es nicht das Leben. Oh, ich liebe Wiesen, Leute, ich liebe Wiesen. Es gab mal eine Zeit lang, wieder zu dem Punkt, ich war früher nicht oft draußen. Es gab mal eine Zeit, da bin ich nach der Arbeit einfach zu irgendeiner Wiese gefahren und habe mich hingelegt. Nicht geschlafen, sondern gedöst und die warme Sonne auf mich prasseln lassen.
Ich frag mich, warum ich das nicht mehr mache. VR grenzt nicht ein. VR zeigt, was man hat und was man nicht hat. Eine Oase. Ja, ist eine Oase. Es ist ein anderes Gefühl, ob man auf einen Monitor starrt, egal wie groß. Aber wirklich drin zu sein, wirklich sein Blickfeld auszuschalten. Und das Ganze auf sich wirken zu lassen. Dort zu sein, in der Präsenz. Nur fühlen müsste man noch. Aber das wäre Hardcore. So weit sind wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere sein ganzes echtes Leben dann wahrscheinlich in den Haufen werfen würde. Nur für VR. Es wäre nicht das Gleiche. Aber es wäre das Einfache. Ich versuche natürlich ein bisschen Progress zu machen in dem Spiel. Ich möchte sehen, was dieses Spiel zu bieten hat. In den Screenshots habe ich schon gesehen, dass es einige Dinge zu sehen gibt. Ich würde jetzt nicht sagen Point-and-Click-Mechanismen. Aber man muss geduldig sein. Stand zumindest drin. Und das fand ich als Möglichkeit, mal in mich zu gehen. Wie gesagt, kein Geballere, keine Action, keine Mission, keine Quests. Einfach nur wir. Mitten im Wald. Wir nehmen uns die Zeit. In der virtuellen Realität ist die Zeit endlos. Man muss sich keinen Stress machen. Man kann tun und lassen, was man möchte. Keiner sagt, dass das nicht funktioniert. Außer den unsichtbaren Wänden, aber die kennen wir. Die gibt's zu genügenden. Ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht doch der Fotomechanismus doch einen Nutzen hat. Wir haben ja auf diesem Tableau, würde ich jetzt mal sagen, gesehen, dass da schon ein paar Fotos drauf waren, die ich aber selber nicht geschossen habe. Vielleicht könnte das doch so eine Art Quest sein, um weiter vorzurücken. Probieren es einfach mal aus. Haben wir nochmal den Fotomodus. Bin mir nicht sicher, warum das nicht funktioniert. Okay, ich hab's, Leute. Der Trick ist es, richtig stark zu drücken. Bei den Knuckles-Controllern ist das nämlich so, dass man mehrere Drucksensoren hat, drei an der Zahl, um ein Foto zu machen. Muss ich tatsächlich das Maximalste rausholen. Und das werden wir jetzt auch machen und einfach mal gucken, was passiert, wenn ich davon ein Foto mache. Ja, habt ihr es gehört? Das war ein Zeichen. Wir kommen leider doch nicht ohne Quests aus. Irgendwie muss es ja weitergehen. Auch im wahren Leben. Ich komme immer zurück aufs wahre Leben. Auch im wahren Leben kommen wir leider nicht ohne Quests aus. Wir haben Aufgaben, wir haben Verpflichtungen, Verantwortung. Ob es jetzt im Job ist, in der Familie oder seine persönlichen Ziele voranzubringen. Irgendwie
geht es meistens nicht ohne. Man muss alles im Kopf behalten. Man muss dranbleiben. Man muss aufstehen, wenn man fällt. Wie die Achterbahn. Irgendwann fährt es auch wieder nach oben. Und wenn es eine lange Talfahrt ist, irgendwann mal geht es wieder nach oben. Wir gucken uns mal die Bilder an. Wir haben einmal einen Fluss. Diesen einen Baum haben wir sogar hier. Können wir gleich mal ein Foto machen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Der möchte es ganz genau. Das Spiel möchte es ganz genau haben. Also geben wir uns ein bisschen Mühe. Jawohl. Die Zäune haben wir oben. Und dann haben wir noch dieses kleine Etwas. Puh, wir haben hier auf jeden Fall hier drei kleine Steine. Das müsste am Anfang sein. Ist das eine kleine Hütte? Weiß nicht. Drei kleine Steine. Und das müsste der Weg sein zur Höhle. Okay. Das, das und das. Fotografisches Gedächtnis. Let's do this. Als ich dieses Spiel mir angeschaut habe, also auf der Steam-Shop-Seite, wusste ich, irgendwann mal werde ich so eine Phase, so ein Tief mal wieder haben und dieses Spiel nutzen, um auch solche Themen mal anzusprechen. Ich weiß, meine Reichweite ist jetzt nicht dermaßen groß, aber ich möchte alles aus VR rausholen. Ich möchte nicht nur spielen. Ich glaube, da kommen wir wieder auf das Thema zurück. Warum VR? Warum mache ich Let's Plays? Ich möchte nicht nur spielen, ich möchte Gefühle mit einfließen lassen, die in VR viel stärker zur Geltung kommen. Ah, okay, hier sind wir richtig. Und vielleicht auch den einen oder anderen. Nein, so ist nicht. Den einen oder anderen. Keine Ahnung. An die Hand nehmen, der sich vielleicht angesprochen fühlt. Nicht nur die Tatsache, dass nicht jeder sich VR leisten kann. Momentan. Kurz das Foto machen. Jawohl. Sondern auch den Leuten zu zeigen, ich bin auch nur ein ganz normaler Kerl, der hin und wieder mal Redebedarf hat, die über das reden möchte, was vielleicht auch jeden betreffen könnte. Muss ich mich, Leute, sorry, ich muss mich kurz konzentrieren. Kann ich da ins Wasser rein? Nö. Wir müssen die eine Stelle noch finden. Die finde ich aber jetzt gar nicht. Das ist gar nicht mal so einfach. Leute anzusprechen, die vielleicht ähnliche Probleme haben, die einfach sagen, ja, manchmal geht es mir genauso scheiße. Manchmal habe ich es kotzen, wenn ich Achterbahn fahre. Und hier habe ich keinen Bock, jedes Mal hoch und runter zu fahren. Der Kick ist auch nicht wert. Ja, man kann nichts machen. Leute, man kann nichts machen. Ich kenne wahrscheinlich den Film Vanilla Sky. Da gibt es eine Stelle, die mich mein Leben begleitet hat. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Und Vanilla Sky ist ja jetzt auch nicht gerade der neueste Film. Aber da hat der eine Nebenprotagonist was Schlaues gesagt. Und zwar, man muss das Bittere kennen, um das Süße wertschätzen zu können.
Einerseits macht es mich traurig, aber andererseits, jedes Mal, wenn man fällt, wird man ein bisschen stärker. Manchmal tut's weh. Und manchmal denkt man, who cares? Scheiß drauf, ich hab das doch schon mal gemacht. Schon mal durchstanden. Mir kann niemand was. Aber es ist alles nur eine Farce. Man glaubt, man ist stark. Aber am Ende holt es dann trotzdem ein immer. Und was macht man dann? Was macht man dann? Natürlich steht man wieder auf. Aber so einfach ist das nicht. Es ist nicht einfach. Man nimmt sich nicht einfach ein Regelbuch und geht das Punkt für Punkt ab. Wir sind Menschen, wir sind keine Roboter. Zumindest ich nicht. Man kann nicht ständig glücklich sein und tun, als wäre alles einfach. Und dennoch laufe ich hier durch den Wald und versuche irgendwie einen Weg zu finden. Und jedes Mal laufe ich im Kreis und vergesse meine eigentlichen Aufgaben. Es ist so schwer, auf andere Gedanken zu kommen. Sogar hier. Schritt für Schritt. Ein Weg nach vorne. Also wieder nach unten. Den ganzen verfluchten Weg wieder nach unten. Es führt da keinen Weg drum rum. Man muss. Man muss laufen, man muss durch den Wald, man muss ständig durch das Chaos durch und hoffen, dass es endlich bald zu Ende ist, dass man was Neues machen kann. Man glaubt, es ist es und dann ist es nicht. Man fragt sich, warum? Warum ist es es nicht? Warum ist es nicht die Stelle auf dem Bild? Und man sagt sich, doch, das ist es. Es muss dieses Bild sein. Ich bin mir ganz sicher, es ist dieser Baum. Und irgendwie doch nicht. Vielleicht ist es dieser Baum. Vielleicht werden einfach nur die Gräser verdeckt und man läuft wieder zurück. Weil man sich wieder Rat holt. Was habe ich falsch gemacht? Man möchte es eigentlich ohne Hilfe schaffen, weil man sich schämt dafür, dass man Hilfe benötigt. Und wieder zurückläuft und sagt, hilf mir mal bitte, ich blick's nicht, ich raff's einfach nicht. Man denkt sich, warum bin ich so blöd? Warum krieg ich's nicht auf die Kette, diese einfache Aufgabe zu lösen? Klar, man ist mit den Gedanken woanders. Man kann sich nicht konzentrieren. Und dann holt man sich Rat. Das ist es. Bist du dir sicher? Dieser Baum mit dieser Krone, das ist der Weg. That's the way. Also, danke dir ein letztes Mal. Und diesmal werde ich es richtig machen. Diesmal werde ich es schaffen. Diesmal werde ich mit erhobenen Hauptes diese Aufgabe erledigen, um endlich nach vorne schauen zu können. Ich gehe wieder durch das Chaos in meinem Kopf durch.
Und jetzt stehe ich wieder hier. Nehme eine andere Perspektive und hoffe, dass ich es endlich geschafft habe. Nein. Nein, immer noch nicht. Vielleicht muss ich auch man kommt sich schon verarscht vor. Und denkt sich so, das kann doch nicht sein, Kerle. Er hat es mir doch gezeigt. Er hat mir doch gesagt, welchen Weg ich gehen soll. Und ich glaube ihm. So sind die Regeln. Man probiert alles aus, alle Perspektiven. Man wird schon fast wahnsinnig. Die Hände tun weh. Man ist genervt. Dieses Problem werde ich aber fixen. Und eins, was ich gelernt habe, Dinge im Leben kann ich nicht sofort fixen. Aber dieses kann ich fixen, denn ich kann es pausieren. Ich wünschte, im wahren Leben könnte ich das auch. Bis gleich. Ja, manchmal ist es auch wichtig, sein Ziel auch woanders zu suchen. Nicht nur an den vermeintlichen Punkten. Einfach mal ähnliche Punkte ausprobieren. Wie diesen Punkt. Was war er auch? Das war er auch. Und jetzt ist der Kopf so klar. Es ist gut, dass man dann gewisse Sachen dann schnell abhaken kann. Man hängt sich dann nicht mehr an der eigenen Dummheit. Es geht weiter. Vor allem, wenn man dieses Erfolgserlebnis dann geschafft hat. Und man sich freut, ja, es geht weiter. Man hat es geschafft, man ist drüber hinweg. Endlich weg von diesem Ort, endlich weg von diesen Gedanken. Loswerden. Ich habe es geschafft. Motivation kommt hoch. Das Tor geht auf. Man dreht sich vielleicht noch um und denkt sich, es war schön. Aber es muss weitergehen. Man geht weiter und weiter. Dieser endlose Weg. Diese Wunderschönheit. Wunderschönheit. Ein neues Wort. Denn eins muss man sagen. Tür auf, bitte. Eins muss man jedoch sagen. Egal wie traurig alles ist. Traurigkeit kann auch schön sein. Das hört sich jetzt optimistisch an. Ich bin grundsätzlich nicht der pessimistische Typ. Ich versuche mal das Gute in den Menschen zu sehen, auch das Gute in Dingen zu sehen. Froh über das zu sein, was man hat. Ob es jetzt Luxus ist oder Lebensqualität. Das kann nicht jeder haben und ist auch traurigerweise leider so, dass nicht jeder so lebt wie manche andere oder wie ich oder keine Ahnung. Man muss froh sein, dass man gesund ist. Man muss froh sein, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Auch während der Corona-Zeit kann man echt froh sein, wenn man gesund ist. Es werden bessere Zeiten kommen, wie bei allem. Vollständig egal, aber mal so ein Foto. Bin mir nicht sicher, ob ich es brauche. Man muss einfach weitergehen.
Man muss weitergehen. Aber irgendwann mal kommt auch wieder die Trauer hoch. Die schöne Trauer, von der ich es gerade hatte. Entweder die Erinnerung kommt hoch. Man hat einen scheiß Tag. Man denkt zurück, wie schön es war, als die Sonne noch geschienen hat. Oder man verzweifelt, wenn man wieder vor einer Sackgasse steht und man einfach keinen Weg findet, weiterzugehen. Also läuft man zurück. Oder man verweilt im Trauer. Hört ihr das? Man hört Musik, denn Musik ist das Tor zur Seele, würde ich bezeichnen. Und Trauer ist nicht nur schön, sondern auch befreiend. Trauer gehört dazu. Trauer ist das, was uns fühlen lässt. Trauer ist ein Gefühl, genauso wie glücklich sein, wie Freude, wie Wut. Auch Wut ist normal. Wut gehört dazu, man darf wütend sein. Man darf wütend sein auf Menschen, man darf wütend sein auf die momentane Situation. Aber man muss es zulassen. Man muss sich den Emotionen stellen. Trotzdem versuchen, einen klaren Kopf zu behalten, egal wie stark es trifft, egal wie oft man zurückkehrt. Manchmal tut man gewisse Dinge Revue passieren lassen. Wie es damals war, als die Sonne hier noch schien und man ist umgeben von Kälte und Nässe und denkt sich, warum bin ich eigentlich wieder hier? Warum tue ich mir das an? Ich war hier glücklich, ja, aber jetzt bin ich es nicht mehr. Markkind. 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 Trotzdem läuft man weiter. Natürlich muss es immer weitergehen. Der Beat kommt auch immer wieder zurück. Wollen wir jetzt davon ein Foto machen? Ich weiß nicht. Return to start. No. Ich möchte nicht wieder zurück. Ich möchte, dass es vorwärts geht. Ich möchte wieder zurück zum Sonnenschein. Ich möchte wieder Achterbahn fahren. Ich möchte wieder oben sein. Auch wenn ich weiß, es geht irgendwann wieder runter und man muss sich wieder diesen Gedanken stellen. Was hochfährt, fährt auch mal wieder runter. What comes around, comes around. Nee, what goes around, comes around. Ach, Erinnerungen. So richtig abschließen kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht. Weil er Sachen sagen wie Kopf hoch, alles wird wieder gut. Es kommen neue Achterbahnen. Ist einerseits schon richtig, aber das sind halt nicht die Sachen, die man hören möchte. Man fühlt sich wieder schwach, wenn man dann denkt, warum kann ich nicht einfach so tun, als wäre alles okay? Warum kann ich das nicht
so annehmen, wie alle anderen es tun. Ich weiß es nicht. Also stehe ich wieder hier am Anfang und ich habe mich damit abgefunden. Das ist scheiße. Sorry für meine Wortwahl. Es ist scheiße, zurückzublicken. Denn dort werde ich nie wieder sein. Sie wird da nie wieder sein. Ich versuche, das abzuschließen. Ich versuche, da nicht mehr groß drüber nachzudenken. Wie gesagt, Trauer muss sein. Trauer ist schön. Trauer ist das, was uns zu Menschen macht. Also mache ich weiter. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Experience ein bisschen, mir hat das sehr gut getan, einfach mal zu reden. Und ich hoffe, ihr könnt vielleicht auch was damit anfangen, wenn ihr wisst, hey, jeder macht das mal durch. Jeder ist irgendwann am Tiefpunkt, jeder muss mal durch den Regen laufen, um zu wissen, was Wärme eigentlich ist. Und Regen ist schön. Trauer kann auch schön sein. Das hört sich so paradox an. Man möchte glücklich sein. Aber wenn ihr Trauer kennt, dann kennt ihr auch die guten Seiten des Lebens. Gebt nicht auf, Leute. Immer vorwärts laufen. Und wenn es mal regnet, dann lasst es verdammt nochmal regnen. Aber gebt nicht auf. Ich wünsche euch alles Gute. Da sind wir zurück in der Realität. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen düster war, ein bisschen deeper. Ich habe diese Chance gerne genutzt, auch mal ein bisschen über mich zu reden, wie es mir aktuell geht. Ich hoffe, ihr habt die Metapher verstanden. Trotzdem, zurück zum Spiel. Die Szenerie ist perfekt, um gedankenfreien Lauf zu lassen, über alles mal nachzudenken, auszuschalten. Und ich hoffe, ihr konntet das auch oder habt die Möglichkeit, diese Erfahrung zu testen. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat's gefallen. Euer Enero Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.